Neuer Lockdown, Kunst im Büro, die 16. Klaus Abromeit guckt nicht in den Himmel, er guckt auf den Boden. 1997 hat er diese Stelle in Berlin entdeckt. Zuerst behandelt er Papier, dann kratzt er den Umgebungsdreck von der Straße und sammelt ihn. Anschließend wird das Papier wie eine Frottage auf den Boden gelegt und dann der vorhandene Dreck als Malmittel verwendet. Das Zeug ist stabiler und hält länger, als man sich vorstellen kann. Immerhin schon 23 Jahre bleibende Eindrücke. Man müsste häufiger auf den Boden schauen.